Hallo. Oh, hört ihr das im Hintergrund? Gerade eben habe ich das Szenario mal kurz getestet und da war keine Weihnachtsmusik im Hintergrund. Schön. Naja. Oh, da sind sie ja schon. Diese sechs Kumpanen, die ihr da gerade gesehen habt, diese Soldaten, die haben Kekse geklaut. Und wir haben mit unserem amerikanischen Dieseltriebfahrzeug hier die Aufgabe, diese sechs Diebe wieder dingfest zu machen, beziehungsweise generell mal zu finden. Wo schaut ihr denn hier eigentlich hin? Das ist so ein Überbleibsel von denjenigen, die da die Kekse geklaut haben. Nur noch ein paar Krümel sind übrig, dieses komische Maus-Elefanten-Ding, was auch immer das sein soll. Und diese Ente, ist sie etwa ein Komplize? Naja. Oh, der Kollege hier hat ein Fernglas. Wo schaut er denn hin? Auf das Bücherregal. Oder schaut er vielleicht, wie weit seine Kumpanen sind. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir mal dahinter. Ah, ich sehe sie schon. Am Bild. Da sind sie unter dem, über dem Radio, über dem alten, aus dem wahrscheinlich die Musik tönt. Und naja, wie die sechs Leute da mit drei Keksen zurechtkommen wollen, naja, obwohl die sind relativ groß auf jeden Fall, müssen wir ihnen ihrer gerechten Strafe nicht entgehen, sondern zuführen, je nachdem. Mal schauen. Wir haben auf jeden Fall die Aufgabe, dahin zu fahren und wir können es natürlich einfach machen, indem wir dahin fahren. Wenn wir einfach rückwärts fahren würden, das würde sogar gehen, genau. Allerdings kriege ich dann einen Fehler. Warum auch immer. Deswegen denke ich, wir fahren einfach geradeaus, einmal den Tisch rum, komplett außen rum. Die Weichen sind soweit schon gestellt und dann auch mal hinten rum ums Haus, beziehungsweise im Haus hinter der Wand, hoch zu den Keksdieben. Und ihr wisst ja, jeder, der Kekse klaut, der wird eine schwere Strafe bekommen. Okay, Gang rein und los, würde ich sagen. Der Fahrtrichtungswender ist nach vorne geschaltet und hier dürfen wir nur 30 fahren. Hier kommen wir leicht aus der Spur. Ich gehe mal in die Außenansicht. Denn wenn man da ein bisschen schneller als maximal 40 fahren, segeln wir nach unten. Da ist ja nicht umsonst das Slow-Schild da. Und da rattern wir runter. Immer noch am Sonntag. Quatsch, am... Was ist denn das dieses Jahr? Dieses Jahr ist ja ein Dienstag, der 24. Also immer noch am Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, naja, nicht ganz, 20 Minuten vor Mitternacht ungefähr, in einem amerikanischen Wohnzimmer und wir in wichtiger Mission. Naja, aber warum gerade Soldaten Kekse klauen? Das ist natürlich auch eine interessante Frage. Normalerweise stehen ja immer da unten links, wo diese Bauklötze sind. Blöde Ansicht irgendwie, hier die ganze Zeit so rum zu eiern. Sieht man da nicht wirklich. Aber mit der Musik, das wundert mich echt. Die war vorher nicht da. Kein einziges Mal. Auch in den vorherigen Szenarios haben wir die kein einziges Mal gesehen. Oder gehört, nicht gesehen. Die kann man gar nicht hören. Naja. Ah, da sind sie ja, die anderen. Und die Entenkomplizen. Ja, ja, schaut nur. Sucht mal bitte schon eure Kollegen. Und da, ja, da hinten sind sie irgendwo. Und da ist der... Ist das Papa oder ist das Mama? Keine Ahnung. Von diesem komischen Maus-Elefanten-Mix. Sieht irgendwie nach Maus aus, aber irgendwie dann nach Elefant hier mit diesem... Mit diesem Bauch oder was das da sein soll. Vater oder Mutter sucht nach dem Sohn. Nach der Tochter. Die Diebin, der Dieb, je nachdem. Der Teddy da hinten... Den haben wir ja vor letztes Mal auch gerettet. Beziehungsweise wieder von dem Weihnachtsbaum gekarrt. Apropos Weihnachtsbaum, da vorne ist er ja schon. Ist eigentlich ein schönes Wohnzimmer. Und wie gesagt, für 3 Euro ist das ein nettes Gimmick. Ist, glaube ich, noch bis zum 13. Januar oder 3. Januar für 3 Euro auf Steam verfügbar. Ist mal was anderes. Von dem her kann man da schon mal zugreifen. Da macht man nichts kaputt. Hier kann man ja im Quick Drive auch noch mit anderen Fahrzeugen fahren. Nicht unbedingt nur mit dem Fahrzeug, das wir gerade haben. Natürlich nur diejenigen, die da auch entsprechend ohne Strom funktionieren. Die Mausefalle links, da waren wir noch nie. Hier waren wir übrigens generell noch gar nichts. Vor dem Weihnachtsbaum ist hinter dem Weihnachtsbaum, würde ich sagen.
Schnell hupen, damit die letzten Mäuse hier verschwinden. Und hier sind wir in der Wand. Oder hinter der Wand, je nachdem. Ich weiß nicht, ob das in amerikanischen Häusern so üblich ist, dass die Wand dahinter nochmal hohl ist. Auf jeden Fall fahren wir durch die Stahlgerippe nach oben mit Vollgas. Braucht man ja in dem Fall auch. Und hört man sogar die Weihnachtsmusik. Ach ja. Obwohl man ja sagen muss, dass das Szenario relativ, oder die ganze Strecke hier relativ einfach gebaut ist. Da oben sieht man schon den Bookcase, wo wir halten müssen. Da stehen die Cookie-Klauer. Und hier auch wieder so ein Punkt Realismus. Normalerweise müssten wir jetzt nach links fliegen. Also die Fliehkraft müsste uns ja nach links drücken. Aber irgendwie geht es hier nach rechts mit unserem ganzen Vehikel. Hier gibt es ja keine Kurvenüberhöhung oder sowas. Von dem her ist das technisch überhaupt nicht realistisch. Aber wie gesagt, für 3 Euro was pff. Ist ein ganz nettes Gimmick. Ist ja so gesehen eigentlich heute die letzte Strecke. Heute ist ja der 4. Advent. Aber ich denke, ich werde am 24., sprich am Dienstag, nochmal eine kleine Strecke raushauen. Da gibt es ja noch ein Szenario. Vielleicht fahren wir auch was ganz anderes. Auf jeden Fall wäre das auch eine Option. Drum, ich habe mir schon gedacht, dieses grüne Licht da drin, das kann doch eigentlich nur von dem Weihnachtsbaum da kommen. Denn der ist da relativ nahe. Und da sieht man da auch wieder, dass die... wenn sich jemand fragt, was da so hupt... Sollte da einer runterkommen, würde niemand auf den Gedanken kommen, dass das eventuell unsere Lok sein könnte. Ups, wo ist denn jetzt hin? Beamt sich die Lok hier etwa weg? Sieht fast so aus, naja. Egal. Auf jeden Fall, wir sind, glaube ich, so langsam am Ziel. Ist ziemlich tief hier unten. Ja, da vorne sind sie schon. Die Cookie-Klauer. Denen wird noch was blühen. Die Strafe, die sie da erleiden müssen. Klauen da einfach so dem Santa seine Kekse. Da bremsen wir mal ein bisschen ab. So, und wir müssen ja hier nur halten. Ich hätte es noch toll gefunden, wenn wir hier die ganze Mannschaft auch noch abtransportieren hätten müssten. Aber das ist hier anscheinend nicht so vorgesehen. Ich nehme ich mal da ein bisschen, damit ich einen Screenshot machen kann. So, die Frage, welche Taste war das? F11 war das, glaube ich. Ja. Haha. Okay, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Das war's für heute, für den 4. Advent. Und da kommt auch schon die Meldung. Also normalerweise hätten wir uns da eigentlich anhängen können mit der Lok und irgendwo da runterfahren können. Zu seiner Soldatenmannschaft oder wo auch immer hin. Naja, auf jeden Fall, die Soldaten hier, die werden einen, ja, Verweis, einen, was Strenges bekommen. Eine strenge Rüge, je nachdem, von ihrem Sergeant. So schnell werden die kein Tageslicht mehr sehen, keine Cookies mehr sehen. Naja, geschieht denen auch recht, würde ich sagen. Okay, wo ist denn dieses Radio gewesen? Da unten ist es. Ich würde sagen, mit diesem Anblick des Radios und dem Nussknacker verabschiede ich mich für heute. Einen schönen 4. Advent noch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!